Willkommen zurück bei Fable 2, wo die kleine Jo noch neben uns steht und immer noch nichts zu essen hat und wir müssen leider erstmal questbedingt was... Wann hat diese Qual ein Ende? Ich brauche was zu essen. Wir müssen, um unter dem armen Volk nicht aufzufallen... Alles, was ihr braucht. Um unter dem armen Volk nicht aufzufallen, müssen wir uns erstmal Lumpenklamotten für 300 Gold kaufen. Wenn Seika da draußen ist, können wir nicht jagen. Statt den Leuten für 300 Gold... Ja, statt den Leuten für 300 Gold was zu essen zu kaufen, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Mein bester Kunde. Hallo, Sir. Jasper hier. Hallo? Benutzt man das? Ich spreche durch das Gildensiegel. Aha. Was für ein außergewöhnliches Ding. Solange ihr das Siegel tragt, können wir frei miteinander kommunizieren. Ja, das ist toll. Und nicht nur das. Ihr könnt bei Bedarf auch jederzeit in den Unterschlupf zurückkehren. Dürfte ich das nun anregen und ihr legt die neue Kluft an? Ich brauche was zu essen. Ich fürchte, der Jasper wird zum neuen Gildenoper. Wo ist die kleine Jo? Bevor wir irgendwie Klamotten wechseln, drückt Start, um zum Unterschlupf zurückzukehren. Kleine Jo, bist du das? Ich habe doch Familie. Das Ende. Kleine Jo, bist du es? Jo. Schneeessen ist eklig. Geld geben, juhu. Elti. Ich habe es dir versprochen. Oh, wirklich? Ja. Habt vielen tausend Dank. Oh. Jetzt lauf nach Hause und hol dir ein Brot. Der König verbietet uns die Jagd. Was sollen wir tun? So, jetzt ziehen wir uns erstmal die Klamotten an. Ah, hallo. Im Unterschlupf ist auch eine Ankleide. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Ich glaube, das hier ist... Was ist das denn? Hallo? Ich will gerne da drauf gucken, aber es geht jetzt nicht mehr. Ich kann die Kamera nicht mehr fokussieren. Immer wenn ich so in den Close-Up gehe, das mache ich ja manuell mit dem Gamepad normalerweise, das geht hier gerade nicht, sonst würde ich auf die Karte gucken. Da sind Schiffe abgebildet und Kanonen, das ist ja wie Flotten. Müssen wir später noch Krieg spielen? Ich bin gespannt. Geht bitte einfach hier in die Ankleide. Ja, da kommen wir gerade aus dem armen Ding und gehen hier in die teure Ankleide. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf euren Reisen bekommt, gut aufbewahren. So, zieht doch einmal eure Vagabundenkluft über. Ich muss sagen, eine Sache, die mir gefällt, ist eigentlich, ich fand es früher bei Fable 2 eigentlich sehr praktisch, über die Menüs alles wählen zu können. Die Menüs waren verworren und ewig lang. Es war aber, wenn man sich daran gewöhnt hat, ging das relativ fix. Und hier hat man wohl versucht, die Menüs quasi direkt ins Spiel zu integrieren. Das heißt, hier sind wir sozusagen im Modemenü aus Fable 2 und können direkt gucken, aha, was ziehen wir denn da an überhaupt? Und da können wir jetzt sagen, ich möchte den Kopf... Ihr braucht nichts weiter zu tun, als die Vagabundenkluft anzuziehen. So, da können wir Oberkörper, Hände, tralala, da links zeigt er an, was, um was es sich handelt. Und wir ziehen einfach mal alle Gegenstände an. Sieht aus wie, weiß ich nicht, wie eine Frau. Der Typ sieht aus wie eine Frau. Eine strenge, aber gerechte. Na also, ihr seht wie ein Vagabund aus. Ich hoffe, diese neue Kluft ist ebenso bequem wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Wenn wir das Gewand anhaben, warum ist das auf der Puppe? Dubios. So, wir kommen so in den Hauptraum zurück. Jetzt, da ihr angekleidet seid, solltet ihr zu Sir Walter zurückkehren. Es ist Zeit, diesen Sabine zu treffen, von dem man so viel hört. Oh, die armen Menschen. Das ist alles, glaube ich, was zu essen. Ich sterbe vor Hunger. Ich meine es ernst. Hallo, Walter. Viel ist im Argen hier. Das ist besser. Das leicht Gammlige steht euch. Ich habe mit Sabine geredet, alles erklärt und... Na, ich sagte ja, dass er schwer zu überzeugen ist. Kommt. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht können wir ja was ausrichten. Aus dem Weg, Boulder! Ich kann nicht sehen. Welch Glanz in unserem Heim! Ein echter Prinz! Ein sehr weiter Weg vom Schloss. Prinz, wie gefällt euch unser Zuhause? Gefällt euch, was euer Bruder uns angetan hat? Diese Berge haben immer uns gehört. Jetzt hat Logan sie erobert und tötet alles Leben in ihnen. Oh, wir sind kampfbereit. Aber warum sollten wir Logans Sippe folgen? Vertraut mir, ich halte mein Wort. Wir geben hier nicht besonders viel auf Worte. Wir sind einfache Leute. Stimmt das nicht? Was wollt ihr dann? Beweise.
Erstens, beweist, dass ihr, wie Walter sagt, ein Held seid. Das ist leicht getan. Unter Bright Wall gibt es eine Geheimkammer, die von eurem Vater gebaut wurde. Nur Helden überleben die Prüfungen und finden die Reliquien darin. Bringt mir eines der alten Objekte und ich werde euch glauben. Zweitens, beweist, dass ihr wert seid, uns in die Schlacht zu führen. Hierfür müsst ihr die Söldner erschlagen, die das Mistpeak-Tal plagen und uns das Leben schon lange schwer machen. Drittens, beweist, dass ihr ein Anführer seid. Überzeugt unsere Nachbarn in Bright Wall, ihr Essen mit uns zu teilen. Boulder. Oh. Ohne Essen sterben wir. Und Tote sind schlechte Verbündete. War's das? Ja, das war's dann. Dann mal los. Viel Glück. War nett mit euch. Na, los. Ich mag den. Irgendwie, den Sabine. Schön, dass das Alter Sabine nicht verändert hat. Und ich weiß, welchen Ort er gemeint hat. Euer Vater hat die Kammer unter der Brightwall Akademie gebaut. Albions größte Bildungsstätte. Zumindest, bis Logan sie geschlossen hat. Zeigt dem Bibliothekar euer Gildensiegel. Er wird schon mehr kennen. Ich werde versuchen, mehr über diese Söldner herauszufinden. Wir treffen uns dann in Brightwall wieder. Ich verhungere allmählich, wie alle anderen. Helft uns bitte. Und das war's jetzt. Wir gehen unverrichteter Dinge hier fort, haben aber drei Aufgaben, um ein Bündnis einzugehen gegen unseren Bruder. Es ist schön, mal etwas Nützliches zu tun. Da hast du recht, Walter. Und du haust ab und wir gehen weiter. Na gut, so sei es dann wohl. Und ich glaube, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Wir haben unsere ersten drei Aufgaben. Wir haben unsere große Liebe mal wieder verloren. Wobei man sagen muss, eine richtige Bindung hat man da jetzt noch nicht zu der Elise. Das war einfach zu früh im Spiel noch. Boah, wie schön. Eieiei, hallo Framerate. Kalt, 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 kalt. Erstmal gucken da drüben. Okay, schneller sein kennen wir ja. Hier ist ein Feuer. Ja, ich glaube, bei vielen Bäumen, die im Wind wehen, bricht die Framerate ein bisschen ein, weil es, wie gesagt, es ist eine sehr grottige Portierung von Fable 3, muss man leider sagen. So, und ich düse jetzt einfach mal den Pfad entlang. Lesen. Brightwall. Und wo geht's hier hin? Nicht nach Brightwall. Fängt das schon wieder an mit dem Rumlaufen. Aber nur kurz. Ich will nur mal ganz kurz gucken, was da hinten ist. Wie immer eigentlich. Nur mal ganz kurz. Meine übliche Ausrede, die ich immer verwende. Ich will nur mal ganz kurz dies. Ich will nur mal ganz kurz das. Und dann verliert man sich wieder in den Dingen. Wie zum Beispiel hier. Auf dem Weg. Wo kommen wir denn da bloß hin? Ich will nur mal ganz kurz gucken. Aber ernsthaft, wo kommen wir da jetzt hin? Also gegenüber Fable 2 ist das natürlich schon ein Unterschied. Das muss man einfach mal sagen. Dann nehme ich auch mal die Portierung in Kauf, auch wenn sie ein bisschen grottig ist und langsam und ruckelig. 5 Kisten haben wir natürlich nicht. Grabungsort, natürlich ein Grabungsort, natürlich. Wir sind ja in Albion. Ich glaube 5 Jahre später. So, weg damit. Komisch fallende Erde. Yeah, was haben wir denn da? Ein Gaggard. Ein gewöhnlicher Edelstein. Naja, gut, gewöhnliche Edelsteine nehme ich auch gerne. Hast du gut gemacht, Junge. Bin sehr stolz auf dich. Ich frage mich nur, wo kommen wir denn jetzt hier? Ein Vogel? Und ein Schatz. Sieh an. Was haben wir denn da? Ein Gaggard. Davon haben wir ja zum Glück noch keinen gefunden. Gerade eben erst vor ein paar Sekunden. So, pass auf, dann gehen wir wieder zurück. Wir folgen jetzt mal dem Pfad. Wir gehen mal nach Brightwall. Dass die Frames gerade ein bisschen rumspinnen kann. Mitunter daran liegen, dass ich parallel heimlich Starbound rendere. Und parallel dazu aufnehme. Aber siehst du, es geht eigentlich gut. Wenn es ruckelt, liegt es tatsächlich an Fable. Das liegt nicht, dass der Rechner damit nicht klarkommt, im Hintergrund zu rendern. Das liegt tatsächlich an der Fable 3 Engine. Die überhaupt nicht angepasst wurde an den PC, sondern einfach so, naja, 1:1 nicht ganz, aber fast übernommen wurde von der Xbox. So.
Sag mir nicht, hier ist ein Grabungsort. Na komm. Ja, wo denn? Ja, wo ist der Grabungsort? Ja, wo ist der Grabungsort? Ja, wo ist denn der Grabungsort? Ja, zeig doch mein Grabungsort. Das ist der beste Grabungsort, den ich je gesehen habe. So, was haben wir denn da? Hundimann, hm? Hui, da freut sich der kleine Racker. Und ich natürlich auch. Schmuck finden wir jetzt. Wenn ihr eure Beziehung zu anderen pflegt, werden sie euch nach solchen Gegenständen fragen. Gebt sie ihnen dann, um diese Beziehung voranzubringen. Ach ja, das kennen wir ja noch. Kra, kra, kra. Ich sehe da hinten was. Ich schwöre, ich habe da hinten gerade einen Wolf gesehen. Da ist doch ein Wolf. Guck mal, da hinten auf dem Stein ist doch ein Wolf, oder? Der da steht. Ich wollte eigentlich gerade die Aussicht hier genießen. Da sind noch mehr Wölfe. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einem Wolf. Wir haben nicht mal ein Schwert. Wieso haben wir eigentlich noch kein Schwert? Wieso müssen wir mit Magie anfangen? Und ich fürchte, wir werden gegen die Wölfe... Ist ein Wolf, ne? Wölfe! Gierige, lechzende... Wölfe! Zum Glück sehr schwache Wölfe. Und ich muss die Erfahrung... Oh, Blut? Liegt hier wirklich Blut rum? Obwohl, Blut hat man in Fable 1 und 2 ja auch. Mit den Kopfschüssen allein, wenn das Blut aus dem Hals sprudelt. Ich erinnere mich. Was wollte ich gerade sagen? Die Wölfe waren nicht sehr stark. Da sind noch weitere. Wölfe! Auf die Zwölfe kriegen die Wölfe! Und der dritte Wolf? Da war das zwar noch drei, haben wir doch vorhin gesehen. Da kommt er. Tschüss. Ich wollte sagen, die Erfahrungspunkte müssen wir diesmal nicht mehr wie in Fable 1 und 2 heranziehen, was ich schade finde. Das hat auch immer irgendwie so ein bisschen Charme gehabt, dass man die heranziehen musste mit dem Sog. Hier kriegen wir die einfach so. Hier kommen wir nicht runter, ne? Boah, wie geil mit dem gefrorenen Wasserfall da unten. Oh, ich liebe Schneegegenden in Spielen. Ich weiß nicht warum. Die sind immer so schön und auch irgendwie so friedlich und man sitzt selber so schön im Warmen und kann dem Frösteln einfach von außen zugucken, ohne dass es unangenehm ist. Das ist irgendwie schön. So, noch mehr Wölfe. Ja, natürlich noch mehr Wölfe. Wie viele noch? Nimm dies. Juckt die gar nicht. Komm ich erstmal ran. Tschüss! 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 Das läuft bisher ja ganz gut. Mir fällt gerade auf, wir sind in den ganzen Folgen Fable 2. In über 100 Folgen sind wir nicht ein einziges Mal gestorben, fällt mir gerade auf. Natürlich gucken wir da unten auch nochmal. Und ich bin mal gespannt, ob die Wölfe auch wieder respawnen später. So wie sie es ja in Fable 1 und 2 tun, die Mobs, die Monster. Vor allen Dingen Banditen. Banditen, immer Banditen. Ich bin gespannt, ob wir hier auch wieder Banditen haben. Wo geht's denn hier hin? Schön hier. Ich weiß, wir müssen nach Brightwald. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, wie es jetzt, wie die Landschaften... Also ehrlich, ich fühle mich wie in Skyrim. Also nicht ganz. Und es ruckelt immer noch ein bisschen. Man sieht das. Sieht man, ne? Wenn man hier so, wenn ich mal schneller bewege. Oben geht's. Hier. Na jetzt. Sobald die Bäume im Bild sind, ist vorbei. Na gut. Das werden wir gerade noch überleben. Wir werden das ja nicht ausreizen. Ich glaube, auf der Xbox war Fable 2 auch nicht wesentlich besser, was das angeht. Natürlich ein Grabungsort. Wo ist der Grabungsort? Hundi, wo bist du? Hundi? Oder hat er einen Schatz gefunden? Das ist ein Schatzort. Genau, super. Die Efeu-Kisten sind auch wieder da. Da freue ich mich. Was finden wir denn da? Einen Ehering. Wenn ihr mit jemandem liiert seid, wird diese Person nach so einem Ring fragen, bevor er oder sie euch heiraten wird. Gibt es auch wieder verschiedene Eheringe, die einfach mal 5 Sterne haben und sowas? Täte mich mal interessieren. Und ich weiß auch noch nicht genau... Na, hör auf, jetzt Grabungsort.
Ist ja unfassbar. Ich weiß auch noch nicht genau, wie man es ins Inventar guckt. Hallo? Hund? Hund? Was denn? Okay, die Hunde-KI ist eindeutig aus Fable 2 kopiert. Ja, Hund, jetzt verarschst du mich gerade? So, dann graben wir hier mal. Tänzelt der einfach eine halbe Stunde da rum. Yeah! Wir finden 20 Gold. Euren gesamten Reichtum könnt ihr in der Schatzkammer des Unterschlupfs bestaunen. Ich hoffe, dass da nicht auch das gesamte Inventar ist, sonst müssen wir ja immer wieder in den Unterschlupf reisen. Da wäre mir das Menü, ehrlich gesagt, ein bisschen lieber, weil es knackiger ist. Guck mal. Brightwall, da laufen wir. Da laden wir direkt mal hin. Adoptierte Kinder. Man kann Kinder adoptieren. Die Kleine, die können wir adoptieren. Die Jo. Vielleicht, ne? Also wenn die zur Adoption freigegeben. Alter. So ist schön. Aber es ruckelt hier gerade wie Sau. Es soll ja mit Städten tatsächlich so ein Problem sein. Mit dem Ruckeln. Ich muss zugeben, ich habe vor der Aufnahme, ich habe Fable 3 vorher noch nie gespielt, aber wegen der ganzen Grafikprobleme habe ich tatsächlich damals hier hingespielt und hier war mein Indikator, zu gucken, ob ich das so aufnehmen kann vom Ruckeln her. Und jetzt geht es wieder einigermaßen. Sobald wir nach da gucken, fängt es an zu ruckeln. In Städten ist es immer ein bisschen schlimmer. Ich hoffe... Ich sehe, ihr nähert euch Brightwall, ein netter kleiner Weiler. Und eine perfekte Gelegenheit, euch mit den ehrlichen Bürgern dieses Königreichs vertraut zu machen. Fern vom Gewimmel der Stadt und dem Fabrikrauch. Natürlich würde sie ein weniger wohlmeinender Gasttölpel nennen, aber ich ermutige euch, in ihren Läden einzukaufen, in den Tavernen zu trinken und an ihrem Kleinstadtleben teilzuhaben. Nun gut, so sei es. Ist das die Taverne? Join the fight. Ist das hier... Sind das Rebellen? Wenn ihr viel Gold ausgebt, What? Kann ich mehr Nachschub kaufen. Also los, gebt viel aus. Ich hab doch gerade mal 20 Gold. Ich hab mein restliches Gold dem kleinen Mädchen gegeben. Oh, 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 oh. Wen haben wir denn da hinten? Da muss ich gleich mal gucken. Natürlich sind auch wieder Steintüren mit von der Partie. Es wäre ja zu schön gewesen. Hallo. Ich habe mich schon der Welt geöffnet, als sie anders war, als sie fröhlich und friedlich erblühte. Aber das waren noch andere Zeiten. Heute ist sie ein tragischer Ort. Ich fühle mich schutzlos. No. Traurig und verlassen. No. Gibt es jemanden, der nicht böse und verderbt ist? Mutlos und verzweifelt? Jemand, der unschuldig rein und glücklich ist? Eine solche Person, wie jung sie auch sei, könnte meine Schwermut ein wenig lindern. Dann würde ich mich der Welt wieder öffnen. Nun gut, wir müssen also noch ein wenig in der Gegend rumlaufen und gute Taten vollbringen. Dann öffnet sich diese Tür vor uns. Da ist nichts. Sieht so nach Grabungsort aus. Hallo? Ja, offenbar, wenn ich das richtig sehe... Ganz toll, vielen Dank. Hallo, hallo. Ein Bade, oh Gott. Das Leben ohne Gold ist hart, was? Ihr könnt diesen Laden kaufen und euer eigenes Imperium aufbauen, indem ihr das Unternehmerpaket auf der Siegerstraße freischaltet. Wir müssen also auf der Siegerstraße verschiedene Pakete zum Spiel hinzukaufen. Das ist wie DLCs, die wir mit Ingame-Heldensiegeln kaufen können. Und das machen wir natürlich. Wir werden natürlich wieder alle Läden kaufen. Wir haben bei manchen Dingen Engpässe. Probiert einen guten Preis, wenn ihr habt, was ich brauche. Interaktion. Eine erprobte Methode, Anhänger zu gewinnen, ist mit Leuten zu interagieren. Mhm. Versucht es. Ihr werdet sicher Eindruck schinden. Guten Tag, guten Tag. Oh. Hallo. Hey. Na? Glückwunsch. Yeah, jo, was geht? Oh. In der Menge hat sich gelohnt. Denkt dran, die Interaktion mit den Bürgern Albions ist immer ein guter Weg, um Anhänger zu gewinnen. Ich rülps die alte Dame jetzt aber nicht an. Das mache ich nicht. Das funktioniert vielleicht bei Kindern. Wenn es noch schlimmer wird, muss ich schließen. Die Preise sind abgestürzt für die Konjunktur. Ich kann ja nur interagieren, ich kann aber nichts kaufen. Die riesigen Geschäfte sollen einen Engpass haben. Ah, okay. Standverkäuferin, ich würde gerne was kaufen. Guten Tag, hallo. Ich bin neu hier und mache Politik. Darf ich noch ein Baby küssen vielleicht? Hier, jo, was geht? Oh. Ich bin ein Mann der Straße. Ich bin ein Mann des Volkes. Wählt mich, ich? Wir haben alle Was, wenn ihr das vorrätig. Esst?
Hammelfleisch. Ach da, 23 Gold. Ich hab nichts. So ist das jetzt also, Wein. Wenn ich noch weniger ich gebe hätte. Nur Leuten einen wir Rabatt, die ich wirklich mag. Geben besonderen Kunden gerne Sonderrabatt. Hi, na, du, kleine Zuckermaus mit grauen Haaren? Hm? Sachen, die ihr nicht braucht. Ich zahle gut. Nicht. Ah. So, schütteln wir mal ein bisschen länger. Ich bin nämlich außerdem, habe ich die Tasse losgelassen. Hey, yeah, was geht? Oh, im Club. So. Super, fantastisch. Ich freue mich auch. Betrinkt euch mit unseren Spirituosen. Hallo Nora, ich will mal kurz was probieren. Warst du schon an vielen verschiedenen Orten? Ich war zum Beispiel... Ich möchte auch weit herumkommen. Pass mal auf, dann fliegt doch mit dem Wind. Da freust du dich, ne? Bringt mir, was ihr nicht mehr wollt. Ich kaufe es. Ich werde jetzt einen Witz machen und sagen, mein Hund, aber das kann ich nicht übers Die Herz Wirtschaft bringen. Die Wirtschaft läuft so schlecht, dass ich meine Ware praktisch verschenke. Was passiert eigentlich, wenn wir die ganzen Handshakes und sowas machen? Da steht immer so und so viel von 20. Kriegen wir dann einfach irgendeine Auszeichnung oder eine, weiß nicht, Achievement? Ich sollte auch eine Shake machen. Hallo, wird Gary. Ihr seht durstig aus. Was? Ah. Oh. Darauf eine Hand, mein alter Freund. Ja. Ihr reist doch bestimmt viel herum, oder nicht? Heute hier, morgen doch. Fantastisch. So, mit ihr machen wir es natürlich auch gleich. Also, Handschütteln. Wie sollen wir zurecht... Na, hey, huha. Check, yeah. Oh, was geht im Block? Ich schau dir unter den Rock. Oh. Entschuldigung, das war meine... Das war ganz gut. Das mit dem Rock, ne? Der Part gefiel mir auch ganz gut, aber können wir nicht machen. Ein Bade. Gut, eine Minute. Geht ihr oft in Höhlen? Höhlen faszinieren nur in Achselhöhlen. Tut mir leid. Hallo, hey. Okay. Baden-Checker, jo, was geht? Ich geh zum Bäcker. Tolles Essen, kein Kochen erforderlich. Ja, beim Bäcker. Ich kaufe alles. Etwas jedenfalls fast alles. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie das hier alles funktioniert. Ihr trinkt euch mit meinen tollen alkoholischen Getränken. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte gerne, Dingens bleiben. Ich bin kann ich zu hier einem einfach. 16. ein Vagabund. Kreaturenbeschwörungstrank. Trinkt diesen Trank, um den Zauber zu wirken. Er erscheint auf eurem, wenn ihr im Kampf benötigt. Okay. Und hier Gesundheitstrank. 188 Cent, nicht Gold, ne? Die besten Waren in Brightwall. Ich wechsle mal ganz kurz hier rein. Diese Kammer unter Brightwall klingt faszinierend. Ich habe natürlich schon Gerüchte gehört, aber nur echte Helden haben sie überlebt. Ihr müsst da drinnen vorsichtig sein. Das wäre ich gerne, ich weiß aber nicht, was auf uns zukommt. So, wir haben hier verschiedene Kammern jetzt wieder geöffnet. Was für ein schöner neuer Hammer. Damit könnt ihr eure Feinde stilvoll zermalmen. Ein Hammer? In der Kammer? Den probieren wir in der nächsten Folge auch gleich mal aus. Da freue ich mich drauf. Tschüss. Ja, Freunde, sind wir mal ein bisschen rumgelaufen. Jetzt sind wir endlich im eigentlichen Spiel. Es hat ja nur 3 Folgen gebraucht, bis wir das Tutorial und die ganzen Anfangssprenzchen hingekriegt haben. Wurden in irgendeine Story geworfen. Etwas unsanft, muss ich sagen. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir unseren Bruder stürzen werden und das Volk auf unsere Seite ziehen. Wenn ich doch nur die Steuerung könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!